Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren, bei einer letzten Folge möglicherweise Book of Demons. Jetzt hat alles richtig kommentiert und ich bin der Daniel und wer die letzten Folgen oder das Let's Play als Ganzes ein bisschen verfolgt hat, hat mitbekommen, dass wir uns jetzt unmittelbar vom Endboss befinden. Gut, wir haben noch ein bisschen Kleingram, muss man dazu noch sagen, aber nicht mehr allzu viel. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal den Kleingram erstmal weg. Halten wir uns nicht allzu viel auf hier in der Stadt. Das sind noch zwei Etappen hier. Und dann kommt, wir sehen es da unten schon, der kleine Diablo-Klon mit seiner Quietsche-Engine. Ich bin gespannt, was er kann. Och, come on. Ach. Wieder auf diese Tür gedrückt, also den Ausgang. Das passiert mir leider schon häufiger. Ja, genau, geh schön durchs Feuer. Geh wieder schön zurück ins Feuer. Nee, du Meister, nee. Zaubern ist nicht. Echt jetzt? Der kommt doch nicht aus der Phase raus, wenn der eingefroren ist. Ich fasse es ja nicht. Feuerflammen sind ein bisschen größer, kann das sein? Das ist das optisch nur so vor seinem Upgrade. Wahrscheinlich bilde ich mir das gerade nur ein. Okay.
Der war ja auch noch da. Und verpasst mal erstmal eine Schelle. Und noch eine. Da war das so ein guter alter Mann auf dem Himmel, ne? Oh, was ist denn hier? Hier ist aber auch schon wieder. Was ist hier? Achso, nicht gelegen. Irgendwie wird's ja gerade wieder süßer. Warum wird's hier süßer eigentlich? Das sind aber viele Wichtel. Das sind viele Wichtel. Dann ist das einfach daran, dass das hier so dunkel ist, weil ein Wichtel regnen zu lassen, müssen ja auch irgendwo die Wolken dazu hergehen. Andererseits Wolken in der Hölle? Ja, Rauchstau. Was macht der da schon wieder? Bei dem das Zaubern auf. Oh, diese Feuerflächen, die sind echt, die sind sowas von praktisch, das gibt es ja gar nicht. Ja, Wichtelregen, das macht hier so dunkel. Olle, olle! Welches Level haben wir mittlerweile eigentlich? Steht das irgendwo? 30! So, was sind hier eigentlich? Gewöhnliche Karten? Achso, das sind normale Statistiken, da wollte ich so auch mal reinschauen. Man kann Ruf sammeln? Was ist denn der nördliche Clan? Okay, da geht's wohl. Ich bin gespannt, ob das dann nachdem wir den Boss geschlagen haben, nochmal in irgendeiner Form weitergeht. Vielleicht geht das Ganze ja doch noch länger als eigentlich gedacht. Wir schauen mal. Wo habe ich jetzt, Nee. Hier unten war ja gar nichts mehr zum Abbiegen. Wo habe ich denn wieder was übersehen zum Abbiegen? Ach, hier, natürlich. Hallo, Gargoyle.
descend. Let's be cautious. Ah, wir haben noch so eine Partykiste. Spawnen? Das ist auch super. Da spawnst du, wirst ins Leben, naja, oder so ähnlich gerufen. Verlockender Tod. Nur um dann sofort wieder aus Helsinki rausgerissen zu werden. Oh, ja, jetzt ist aber. Oh Mann. Ah, okay. Ey, was ist denn bei euch kaputt? Außerdem verzerrt sich die Maus hier gerade die ganze Zeit immer. Blöde Aktion, was die hier treiben. Halt, stopp. Halt, stopp. Moment mal, so nicht, ja. So nicht. Ich werde mich erst mal verletzen. Ich muss ein bisschen hier wegreißen. So, Freunde. Ich kann auch mit euch spielen. Ihr könnt mich gerne haben. So, werde das Zimmer auch erledigt. Also noch den ganzen Kleinkram hier. Und jetzt glaube ich eher weniger Probleme bereiten dürfte. Ob die dann wohl. Ich überlege gerade. Bei Diablo 2 war doch Baal dann danach, der nachträgliche Endgegner noch. Das war doch, das Gebiet war doch auch so ein nördliches Gebiet, wenn ich jetzt ein nördlicher Clan lese. Ist ja noch mal irgendwie so ein Bonusgebiet dann doch? Jedenfalls. Aber jetzt machen wir erstmal das Hauptspiel natürlich fertig, ne? Und dann sehen wir mal, ob es da noch irgendwas gibt. Jetzt aber. Jetzt ist die größte Gefahr schon vorbei.
gut. Ich habe meinen Terminator-Freund jetzt hier schon ein paar Level nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich muss man den doch bis komplett runterdrücken. Und irgendwo habe ich ja mal, glaube ich, ein paar Einheiten ausgelassen. Gut möglich, dass der da sich irgendwo verfriemelt. Okay, dann haben wir hier, glaube ich, die letzte Stage vor dem Endboss. Zumindest vor dem regulären Endboss, den ich erwarte. Mal gucken, was der wieder für diese dritte Frage hat. Wir erinnern uns, der Antipapst hat mir einfach mal sämtliche Karten durchgenommen. Bevor der Kampf losgegangen ist. Ich dürfte die erstmal wieder an der ziemliche Mühe einsammeln. Da ging mir echt ein bisschen die Düse, weil irgendwie. Ja, so ohne Heiltrank ist es irgendwie ziemlich doof dann. Love Chuck der Riese. Moment mal, den hatten wir doch vor 1-2 Levels erst. Au. Oh, das ist praktisch ganz viele Feuereffekte. Das ist praktisch. Gespenster haben wir ja schon lange keine mehr gehabt. Ging jetzt schnell. Also ich wundere mich manchmal, dass meine Maus immer so verzieht. Weißt du, was so ein Effekt im Spiel? Da gibt es irgendwas. Aber da gibt es halt verschiedene Spells, die die Gegner haben. Ach, da ist ein Terminator. Ich habe ein Gefühl, der echte Hexenmeister. Hier, da ist gleich der nächste Boss. Was ist das hier? Durch. Töte Monster mit niedriger. Mit einem einzigen Schlag. Eins Schwelle, drei Herzen. Das ist ja auch. Nicht so verkehrt. There's a light no light can pierce. Oh, hoppla. There's a hunger old and fierce. No man shall survive the dread of his gaze that's fiery red. Those who try to reach his lair pass through deepest caverns where yelled the demon voices shrill. Down the pit that's deeper still. As they entered, so they fell. On their souls he feasted well. There's no way to stop his blight, and darkness shall consume all light. Das Gedicht hat er schön auswendig gelernt. Not on my watch. Hätte aber eigentlich gehofft. Das ist wieder so einer. Da brauchen wir Feuer. Irgendwann. Jetzt sind wir mal kommt.
Nein! Das Feuer wieder. Nein, das Feuer wieder da. Ich kann nicht aus. Wo willst du das reden? Na komm, bleib da. This was a formal. So, was habe ich denn noch vergessen? Eine Statue und ein Horror-Gargoyle. Die Statue wird dann schon. Eins von beiden ist hier. Der Gargoyle. Der hier einfach nicht getötet werden möchte. Da spielt der Hit und Run. Führt mich nochmal zum Anfang des Levels. So ein kleiner. Ich sag's nicht. Ja, wenn ich mir so anschaue, haben wir, glaube ich, in der Stadt auch nicht mehr so viel zu tun. Ich glaube, wir gehen halt hier. The final battle. Prepare yourself, Demon. I'm coming for you. So. Was sind diese Ringe hier eigentlich? Achso, das sind. Ja, was bringt mir das überhaupt? Wahrscheinlich ist es einfach wieder nur kosmetisch, ne? Nope. Glaub ich nicht. Ja, da ist er ja. Mit seinem Creature Engine. Wir gehen da mal hin zum Erzdämon. Ja. Ich bin gespannt, was uns erwartet. You ventured deeper than anyone before. All hope lies in you. Find the Archdemon's lair and slay him. Heavens, give me strength and I will not fail you. Hallo, Tyrael. Oh, die schießen so viel Feuer. Hört ihr mal auf da? Das ist nicht nett. Hier weiter? Cyberfuck. Ah ja, hier geht's weiter. So, was passiert jetzt? Was kommt jetzt? Ja.
oh, 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 oh. Your abominations won't delay me, Archdemon. Leute, ich will doch da gar nicht drüber. Ich will doch da gar nicht drüber. So, bevor ich da jetzt weitergehe, wo ist denn das Ding, was mich heilt? Tickt das schon? Das tickt. Oh Mann, eigentlich wollte ich mich jetzt ein bisschen hochheilen. Aber das dauert sehr lange. Das dauert sehr, sehr lange. Uff. Uff. Ich glaube, das ist nicht wert. Was soll ich jetzt da? Ich hoffe, Lex, was soll ich da jetzt drin? Den Ring. Na komm. Also gut, dann, ich sehe schon, ich werde mit nichts an Heiltränken als zum Endboss kommen, gell? Hoi, hoi, hoi! Na komm. Da unten kommen wir ja gar nicht hin. So ein feiger Hund, ey. Oh.
trifft nix. Trifft nix. Verlässt uns hier der Mut von Astemon. So. Jetzt haben wir da unten, glaube ich, noch einen einstehen. Der da aus dem Eck. Nicht raus will, ne? Ja, schön. Schön! Backt der da jetzt, oder was? Komm ich da weiter? The gate behind me leads to the Archevil's lair. Sealed with two full seals. It bars me from entering. But you can break them with the Netherstones. Mit dem Niederstein. It was split in two and hidden in this dungeon. Natürlich. Find the shards. The gate is as good as open, Angel. Obi-Wan, you're my only hope. Oder so. Das wird aber knackig. Das wird jetzt aber richtig knackig. Noch einer hinterher, gell? Okay. Ja. Hammer, was ist denn das hier? Das ist doch jetzt aber nicht euer Ernst hier. Feuerflächen mögen sie auf jeden Fall mal nicht. Das sollte dann, glaube ich, nicht schon mal sein. Haben wir da Pflicht, hier aber auch Zeug da um die Ecke. Nein, ich wollte noch interrupten. Oh, Nerv. Blöden Nervziegen. Jetzt kann ich mich noch bewegen, weil ich eingefroren bin. Ja, genau. Einfrieren, Stun. Ich fühle mich ja wie in der besten WoW CC-Chain damals. Ach, weißt du was? Ich geh da jetzt erstmal rein. Das ist mir zu blöd. Oh nein. Oh.
Oh, die verdammten mein Mana. Die verdammten. Wo kommst du denn jetzt wieder her? Ist das spawnt hier? Hier noch was? Naja, auch nicht schlecht. Kann ich euch wenigstens auf dem Weg zum Brunnen schon mal weghauen? So. Da oben, sag mal. Find the shards. Ja, ich bin schon auf dem Weg, Mann. Jetzt stirbst du mal nicht hier. Mann. Lass mir die ganze Drecksarbeit machen und dann hier noch oben Druck oben drauf. Hier, so haben wir es gern. Wieder aus hier, Hitreichweite raus, ne? Ach du liebes Bisschen. Wenn man das noch nicht verscharrt ist. Natürlich erst noch dämlich. Oh boy, here I go, slaying again. Natürlich erst nachdem ich einen Boss getötet habe. I may be dead, but I still have a few tricks under the sleeve. Es kommt mir auch so stark bekannt vor, dass sie von ihren Sprüchen hier so an einen Charakter aus World of Warcraft angelehnt ist. I remember another trick. Karasan. Nilas Aran, oder? Der Vater von Medivh. Ja, der schrie auch genauso. Jetzt ist aber auch mal gut hier, ja? Also, Mensch, du kannst hier nur die ganze Zeit immer rumstammen sein. I'm not going back alone. Nee, du. Ich frage mich, wie viele Referenzen die noch in dem Spiel drin haben. Was für Anspielungen, die ich vielleicht noch gar nicht gecheckt habe.
Taking a bow into the dungeon wasn't a smart choice. You are halfway there. One more shard and the passage will unlock. Okay. Was mir gerade so kommt, was wir nachher mal in Gebrauch setzen werden, ist, wir haben noch eine Karte für Stadtportal. Dann könnte ich meine Zauber nochmal aufladen, speziell im Heiltrank. Ich denke, das wäre gar keine so dumme Idee. Wenn ich das sehe, ich habe nur zwei Aufladungen. Das macht mich ein bisschen. Come at me, spiders. I'm not scared of you. Spinnen. That's all you've got, Archdemon. Feuer, ich bräuchte mehr Feuer. Falsche Richtung für das Feuer. So, ja. Okay. Da können wir rum. Geister. Rüberschlagen? Tatsächlich, ich kann hier ein bisschen rüberschlagen. jetzt kommen die mit rüber hier, oder was? Ah, die können tatsächlich mit rüber. Mal wieder aufzuladen. Okay, dann wird das scheinbar auch geschafft. Dann müsste jetzt, glaube ich, ein Boss kommen wieder. Ja, dann kommt jetzt wieder ein Boss. I live again. Geist vergangener Zeiten. Der auch irgendeine Referenz darstellt, das ist eine komische Idee. Ja. Was war das denn jetzt?
I don't have enough mana. Death only expands your wrath. I remember another spell. Okay, also zu dem fällt mir zumindest mal keine Referenz bisher ein, ob das irgendeine. Look what I learned in Purgatory. Hat der irgendwas mit World of Warcraft zu tun? Ich glaube fast nicht. Unterbrechen kann ich den auch nicht, ja, das ist ja. Interrupting. I don't have enough mana. Ein Nervzwerg. Jetzt hast du da den ganzen Kleinkram weg. Zauber dir direkt eine neue Kleinkrams. Join me in death. When you were alive. The seals are broken, and the gate is now opened. You must walk alone and bear the fate of all worlds on your shoulders. Fight valiantly,
and fail them not. Ja, natürlich. Finally, nothing stands in the way of justice. The end is nigh, beast. Natürlich muss ich das wieder alleine machen. Das kann ja nur der Held. Das sind nicht unentdeckte Schätze. Das ist dann wahrscheinlich bei dem Diablo-Klon da drin. So, dann wollen wir das tun. Machen wir den Ring kurz weg. Stadtportal. Ah, okay. Da geht das. Stay and listen for a while. Ach komm, wir sind viel zu mir, die Karten gleich noch. Klingeln hören. Ja. Returning customer. They always come back. I see dead people. No, literally. There's a cemetery right behind my wagon. Ach, die muss ich jedes Mal einzeln aufladen, okay. So. Kommen wir jetzt wieder zurück. Die Karte kann jetzt wieder raus, der Ring kann wieder rein. Und damit sind wir gerüstet für den finalen Kampf. So, mal gucken, was unser Kumpel da jetzt drauf hat. I have a bad feeling about this. Ich sagte doch, ich bin Obi-Wan hier, oder? Jetzt fehlt nur noch ein... Oh, hello there. You think you can defeat me? Uff, der hat ja ein paar Phasen. I would be offended if it wasn't so pathetic. Immortal. Your soul shall be mine to devour. Pour my wrath upon you. Ja, wenn dein blöder Zauberbalken nicht irgendwo immer im Weg wäre, beziehungsweise dein Skillbalken, den kann ich ja eh nicht überlassen, ne? Da ist noch einer. Das Creature Engine kämpft auch mit. Die Creature Engine. Ach du liebes bisschen, was zaubern die denn hier? Das wird unübersichtlich. Das ist unübersichtlich. Man muss ja erstmal den ganzen Kleinkram aufräumen, glaube ich. Sonst wird das mit dem Großkram hier nichts. Wo kommen dann diese ganzen Enten hier immer her? Hier, ne?
ist ein Brunnen. Da ist ja ein Brunnen. Die vermehren sich hier, ne? Ja, okay. Aber wie schade ich den Boss jetzt hin? Ach, indem ich vielleicht sein. Ja, na gut. Kriegst du mal in meine Richtung? Danke. Was ist denn da bei dir? Wegkommen. Mal schauen, vielleicht. Achso, das muss ich auch nicht diese ganze Bänder dann hier wegnehmen. Eieieiei. Das ist hier aber richtig hart hier. Hatte ich ein paar Freunde eingeladen hier. Jetzt hast du ja komplett aus hier. Deine Einheiten, Entchen
Schilde! Und alle halbe Nasen lang im Mund. So, aber jetzt hat er nur noch eine Phase, oder? Das heißt, ich muss ihn nur noch einmal weghauen. Ah ja, hallo Star Wars. So, jetzt ist aber hier mal Ende im Gelände. Of the Arc Demon's domain to test your skill against the countless wards. Farewell. Okay. And so my crusade continues. So, da liegt er hier. Legendäre Karte. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. So, wo geht's da jetzt hin? Remember how I said that your deeds will be written down in song? As a matter of fact, we already started preparing something special. We didn't expect you to become victorious so soon, so it's a bit rough. I'm sure this will be a hit in the capital, and the king will love it. He literally cried with joy the last time I sang for him. Anyway, ready or not, here it comes. Where's the streetwise Hercules to fight the rising odds? No, 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 not this song, the other song. Befallen the lands of the men, our heroes are slaughtered time and again. The archdemon's army stands now awaken, but our paper world is not yet forsaken. Sha-la-la-la-lay, die demons die. Sha-la-la-la-lay, why won't you die tonight? Someone brave has answered my prayer. Why, it's you, our kind and most handsome player. Hope and delight can return to our hearts. Please kill the demons, but save their private parts. For potions, of course. Sha-la-la-la-lay, die
demons die. Sha-la-la-lay, you better hide tonight. The archdemon screams and thrashes in rage. Sinister schemes go down in bright flames. The traveler slashes, chops, dices, and cuts. He will kill the demons and swim in their guts. Sha-la-la-la, die, demons, die. Sha-la-la-la, now you will die tonight. Sha-la-la-la. Sorry. Was war das bitte jetzt für ein... Sollen wir es abspannen? Ich weiß es nicht, aber das war eins der geilsten Dinger als ja, ich sag mal, als Belohnung fürs Spiel durchspielen, die ich bisher irgendwo mal gesehen hatte. Sehr gut. My prayers have been answered. The Archdemon is defeated. There are no words that can express my gratitude. The story of your deeds is already spreading throughout the land and bringing hope to the ones who saved their lives. But I must caution you, champion. Wrestling with darkness stains the soul, and yours has been marked as well. You walk a righteous path, and heavens love you for that. But hell's fury knows no limits. True evil can never be entirely destroyed, as it feeds on fear, anger, hate, and suffering. Now that you've brought it down, it is already licking its wounds. It is the duty of the champion to never lower one's defenses and always be prepared to face the darkness. For it shall return one day. You can be certain of that. Be ready. Ja, das war dann wohl mal die Ankündigung des Endlosspiels. You've done it! The king of demons has fallen. And at the hand of my friend, I never doubted you. You can't imagine how happy I am. Maybe now the cows will stop breathing fire and giving sour milk. You should know that I will never forget what you did for us. You've earned a very special place in my heart. Unterhält mich die Köchin. So, the Archdemon has been slain. Now that is something truly unheard of. At least I never heard anything like, which amounts to about the same thing. Congratulations, you are a true hero. However, remember that unlike earthly realms, hell isn't bound by the laws of nature, and its infernal dungeons stretch into infinity. If your spirit is as steadfast as your hand, you can venture deeper still, face more evil creatures, and collect fabulous treasures and powerful artifacts. This adventure isn't over yet. So, was haben wir da eigentlich mitgenommen? Halt meinen Heiltrank und sieh zu. Hold my... Sofortige Herzwiederherstellung, okay. Max-Ladung in Erhöhung 1, vielleicht Unverwundbarkeit für eine Sekunde. Wow. Die ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, the Archdemon has fallen. Please accept my congratulations. But also hear this warning. Immortal beings do not succumb to death the way we do. And you must be always wary of their inevitable return. Still, let not this grim truth overshadow this victory. Your actions brought a triumph of light over darkness, and for that, I owe you countless thanks. True strength lies not in arms and spells, but in a steadfast spirit. Without it, no challenge can be tackled. This is what makes you a hero worthy of praise. Your story will be written down and sung. I'll make sure of that as soon as I return to the capital.
Ja. Okay. Ich glaube. Oh, missed me already? Ich glaube. Das könnte gewesen sein. Was ich jetzt aber nochmal machen will. Ah. The Archdemon lies mortally wounded. Evil is once again defeated. Or is it? Schwierigkeitsgrade freischalten 3. Okay, Monster in Ding 1, gewöhnliche Karten finden, legendäre Karten finden, Questlevel, Level bis zum Max-Level, Errungenschaften, Kartenplätze. Ja, Kampagne ist abgeschlossen. So. Okay, und damit sind wir eigentlich durch. Ich drücke nochmal auf Freispiel, mal gucken, was passiert. So, und jetzt fangen wir wahrscheinlich von vorne an, ne? Okay, das geht dann wohl wahrscheinlich einfach nur die ganze Zeit tiefer. Ja, das macht keinen Sinn, das Ganze jetzt hier weiter zu letplayen an der Stelle. Ich denke, wir belassen es dabei. Wir haben das Böse besiegt. Das glaube ich jetzt zumindest mal. Und damit ziehen wir einen gekonnten Schlussstrich unter dieses Let's Play. Ich danke fürs Zuschauen. Und ja, war auf jeden Fall mal irgendwas anderes. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig zum Zuschauen. Ich glaube, so Hack-and-Slay-Spiele oder das, was in die Richtung geht, ist immer ein bisschen speziell. Daher, ja, während ich das Rekord habe, natürlich keine Ahnung, inwiefern das Ganze ankommt bei euch, ob das taugt oder nicht. Und ja, mal schauen, was wir als nächstes anpacken, würde ich sagen. Fand ich von der Idee her auf jeden Fall ganz nice, das Ganze mit den Karten. Und ja, hat auch eigentlich ganz nett gemacht für so ein kleines Spiel zwischendurch. Hat jetzt auch nicht allzu lange gedauert, also das passt schon. Gut, in dem Sinne, wie gesagt, ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal dann beim nächsten Spiel wieder begrüßen zu dürfen. Und ja, dann wünsche ich euch noch was und sehe euch dann einfach beim nächsten Let's Play wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.